zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und wird mein Liebster breitet an,
Sohn kommt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Thank you.
Thank you.
Oh!
Sobald war da bei dem Engel die Menge der Himmel.
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Thank you.
die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Ach, sind uns und Dinge, Oh,
und sie kamen heilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Diese Worte.
Thank you.
das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Thank you.
Sterben scheuen, nein, dein süßes Wort ist da.
sei dir Gott, Ehre sei dir Gott, Ehre sei dir Gott, gesungen. Ehre dir sei Lob und Tapere, Ehre sei Lob und Tapere, Ehre sei Lob und Tapere. Thank you.
zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, 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 wo ist der Neugier? Thank you.
Gott soll mir die hellste Kerze in allen meinen Werken sein. Dies lässet die Seele nicht Böses beginnen, erleucht auch meine finstre Sinnen, erleuchte mein Herz durch der strahlend klaren Schein, erleuchte mein Herz. Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken an meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden, und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen
Sich im Kopf.
Thank you.
Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und wie sie hingehen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Cheers.
sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Mein Schatz, mein Ort ist hier bei
Mein Heiland wohnet hier, doch seht